Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trackmania Nations Forever. Genau, wir spielen Solo-Spiel. Da waren wir beim Blau und wir haben... Blau habe ich glaube ich alle mal gesagt, das hieß ehrlich, aber alle zeigen. Das Problem ist, ich komme einfach gerade überhaupt nicht zum Fahren. Deshalb werde ich heute ein bisschen die Roten hier zeigen und schaue, dass ich dann fahre oder wirklich mir wen nehmen, der das einfach mal ein bisschen besser kann als ich, ja? Okay, schaue ich mal, dass ich hier durchkomme. Ich muss gerade etwas leiser stellen noch am Kopfhörer, sonst ist das mir etwas zu... Gehst du heute noch leiser, lieber Kopfhörer? Oh, jetzt ist aus. Das hört man ja alles, was ich hier jetzt gerade an Lautstärke einstelle. Gut, jetzt soll es gehen. Vielleicht sollte ich das mal vor der Aufnahme machen. So, Minute verplempert mit nichts ist natürlich Hammer. Oh, jetzt hätte ich es beinahe wieder schon gesagt. Das verbotene Wort. So, hier um die Kurve ist was ganz Seltenes in Trackmania, dass es mal Kurven gibt. Ist natürlich schon besonders. Das habe ich schon mal gefahren, aber das war, glaube ich, nicht im Let's Play. Nee, das war schwach. War nicht im Let's Play, aber ich habe die Strecke hier, bin ich erst vor kurzem gefahren. So, jetzt zocke ich in letzter Zeit etwas mehr Leech of... Boah, ist das laut! So, ich zocke in letzter Zeit ja mehr Leech of Legends. Und dementsprechend habe ich hier jetzt nicht mehr WASD, sondern QWER die Finger liegen. Aber ist alles egal. Wir haben immer noch... Ich frage mich, warum ich hier jetzt schon wieder so... professionell das macht. Ich meine, es ist ja egal, weil ich muss das Zeug ja eh alles offscreen fahren. Aber ich möchte schon schauen, dass ich irgendwie möglichst viel im Let's Play schaffe, weil ein bisschen gehört ja auch dieses Verzweifeln ein bisschen zum Let's Play dazu, dass der Let's Player sich da ein bisschen quält oder so. 5 Runden! Wir haben auch einen Schlag bei Nadeo. 5 Runden! Naja, auf jeden Fall, ja, wisst ihr, was ich meine, gell? Hey! Egal. 5 Runden und ich habe gerade übrigens übersteuert. 5 Runden! 5 lange Runden müssen wir das hier fahren. Stell euch das mal vor. 5 Runden! Ich glaube, das wird eine Folge mit leichter Überlänge, was ich hier gerade produziere. In die Enge. In die Enge getrieben! Jawohl! Und gegen die Mauer fahren. Jawohl. Dürftig, jawohl. Nee, überhaupt nicht. Macht bestimmt Spaß, dieser Stimme zuzuhören. Vor allem, weil sie mich selber nervt. Naja. Genau. Das war ja Antwort hier ein bisschen labern. Ja, wenn ich ab und zu mal aus Versehen kopiere, stand Kommentar drunter. Kein Problem und so. Ja, ich denke so, eigener Stil habe ich ja irgendwie jetzt schon, so mit dem Bis denn und ja, willkommen habe ich jetzt halt ganz normal, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge, aber so Nations Forever und lauter so Sachen, so bürgert sich einfach ein und gerade so auch diese Oppi-Stimme gehört halt einfach mittlerweile zum Let's Play dazu, würde ich sagen. Ich denke, das würdet ihr auch sagen, auch wenn ich diesmal keine Umfrage deshalb machen werde. Jawohl, man glaubt es kaum und ich gehe hier in die Kurve. Hab gerade an mir selber gezweifelt, ob ich überhaupt aufnehme, aber ich nehme auf. Keine Ahnung, warum ich jetzt da wieder so Selbstzweifel bekommen habe. Ich fahre jetzt übrigens, wie man vielleicht merkt, trotzdem weiter, obwohl ich hier schon weit hinter dem Ding bin, hinter dem... Hilfe. Hinter dem... ihr wisst schon, hinter dem Silbernen bin. Aber ist ja auch... Komplett egal. Wir schaffen das schon. So, hier in die Kurve. Ich habe übrigens heute, ich bin ja immer so ein bisschen auf DS unterwegs. Meisten werden die Adresse kennen. Die zuschauen hier. Bin immer so ein bisschen auf DS unterwegs. Und da rede ich ja mit den Leuten. Ja, in TeamSpeak tut man reden mit den Leuten. Habe ich auch noch nicht gewusst, aber ist scheinbar so. Und da kriege ich immer ganz böse Anraunze hier, wenn ich hammergeil oder hammernice sage oder irgendeinen Mamaspruch hinlege. Kriege ich immer ganz... Und deshalb bin ich gerade dabei, mir das wieder abzugewöhnen, was mich ehrlich gesagt selber ein bisschen nervt, ja. Ist halt...
ist halt, wenn du dann so durchgehst, ich bin der Hunzi-Punzi und ich tu ihn extra begrüßen, Mama, und lauter so, dann ist relativ nett und ich denke, das ist auch nicht gerade sehr nett gegenüber den Mitmenschen, jawohl. Hat das Silberne uns da gerade überholt? Habe ich gerade zum Gefühl fast, aber ist ja egal. Ich will ja hier, wow. Huch, wären wir weit weg aufgestellt, fällt mir dabei mal auf. Egal. Genau, ja, eigener Stil ist, muss man sagen, ist natürlich eigentlich auch sehr wichtig. Meinen anderen kopieren ist halt auf die Dauer auch einfach nur langweilig, würde ich mal sagen. Da kann ich gleich das Original schauen. Ist meistens besser. Ja, der Silber nur hat uns überrundet. Egal. Ist meistens besser, dann Original zu schauen. Und ich muss sagen, ey, ich empfehle euch. Also ich kann euch manche Let's Player einfach nur so empfehlen. Auch wenn ich jetzt selber in letzter Zeit tatsächlich mich der Karl May ziemlich in den Bann nimmt und ich sehr, sehr wenig nur noch zum selber schauen komme. Ihr merkt so, ich habe da auch so ein bisschen was mich da. Keine Ahnung, es gibt wenig Spiele, die mich wirklich in ihren Bann gezogen hat. Ich muss sagen, wahnsinnig Spaß. Mir macht es wahnsinnig Spaß zu zocken. Wahnsinnig Spaß auch hier so Let's Play aufzunehmen. Ganze Zeit Blödsinn zu labern. Mache ich in echt ja auch die ganze Zeit. Könnte man eigentlich mein Leben aufnehmen und online stellen. Das ganze Let's Live nennen. Wow, einen neuen persönlichen Rekord, Leute. Freuen wir uns doch alle miteinander. Und ich möchte, dass das die Überschrift dieser Folge wird. Persönlicher Rekord. Oder Taifkus persönlicher Rekord. Genau. Kann man übrigens überhaupt nicht falsch verstehen, die Überschrift. Aber, haha. Wieso lasse ich jetzt eigentlich hier die Stoppuhr mitlaufen, wenn ich mit Outer City hier aufnehme? Weiß auch kein Schwein. Naja, egal. Gut, Playclaw habe ich noch nicht besorgt, ja. Muss mal schauen, was ich da jetzt. Boah, Alter, ich krieg noch nie mal die erste Kurve hin. Und ja, mir ist das auch schon aufgefallen, dass ich total hoch spreche, wenn ich mich aufrege. Ist mir doch egal. Boah. Ja, ja. Damals, als wir noch zufrieden waren mit dem, was wir hatten, da war alles viel besser. Ja, ja. Ich habe heute in den Livestream von der League of Legends Liga heißt es oder so, habe ich reingeguckt. War spannend. Ja, mal so liegen und ich denke, so Spiele liegen werden der zukünftige Sport sein. Glaube ich persönlich echt dran, dass das irgendwie dann so Sportschau, heute fieberst du ja mit was weiß ich was, ich darf mich jetzt nicht blamieren, ich war ja bei der Ski-WM, mit irgendeinem Deutschen, der halt mitfährt bei der Ski-WM und dabei den 16. Platz erreicht oder 18. irgendwie sowas hat er erreicht, wie ich dort war. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich? Und aber ich denke, man kann da auch richtig geil mitfiebern mit so einem Team bei so Spielen. Gerade League of Legends ist ja immer so dreiviertel Stunde, ist nicht zu lang. Dreiviertel Stunde ist so das Maß, also so ein normales Spiel geht ja dreiviertel Stunde, ist so das Maß halt so aller Dinger. Und ich glaube, wir ticken auch in diesem Dreiviertelstundenmaß. Deshalb hat sich ja diese Schulstunde von einer Dreiviertelstunde eingebürgert und lauter so Sachen. Und deshalb Dreiviertelstunde ist halt gerade nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz und ist halt hammerspannend dazu zu schauen. Mach ich persönlich auch. Wenn ich mal nur kurz so ein bisschen Zeit habe und ich weiß, was ich tun soll, gehe ich einfach mal auf auf League of Legends und schau einfach mal zu, wenn ich nicht genug Zeit habe, selber ein Spiel zu machen. Hammer nice. Schaue ich einfach mal irgendwo zu. Und dementsprechend finde ich auch ganz spannend, da zuzuschauen. Auch wenn du es halt 3 Minuten Zeit verzögert dann kriegst bei dem Zuschauen. Ist, wenn du mit dem auf Teamspeak bist, halt ein bisschen langweilig. Aber wenn du noch einen zweiten hast, der dir zuschaut auf Teamspeak, richtig lustig. Wuhu! Yippie-yay, Schweinebacke. Sind wir da, wo wir schon mal waren, kann es sein?
Nur jetzt aus der Ego-Perspektive. Alter, mein Fahrstil, ja. So eine Katastrophe, den will ich gar nicht aus der Ego-Perspektive. Tiefe ist 10! Jawohl! Langsam kommt man auch ans Ziel. Wenn auch immer nicht ganz so schnell, logischerweise. Hauptsache meinen Checkpoint mitgenommen. Und ich glaube, die Ansicht wechselt heute auch nicht mehr. Habe ich so im Gefühl. Ist aber auch mal spannend, ja? First Person, Rennen, spiele ich. Haben wir ja prima hinbekommen. First Person spiele ich eher selten. Dementsprechend ist es auch mal spannend. Und die... Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich meine Folge. Ist ja Samstag heute. Zumindest für euch, für mich nicht. Für mich ist gerade Donnerstagabend. Genau, und mache ich, glaube ich, mal Überlänge. So ein kleiner Bonus. Ihr habt es euch verdient, muss ich sagen. Ihr seid auf Facebook tatsächlich auf den Aufruf, haben doch einige gehört. Ich habe endlich, also zumindest haben ein paar Mal geantwortet, so auf Umfragen, Kommentare habe ich bekommen, sowas. Ja, finde ich super nett. Ja, also, ja, nicht besser, nee, das Let's Play steht sonst so im Vordergrund, aber eine aktive Community ist einfach sau wichtig bei einem Let's Play, finde ich, also, weil sonst kannst du ja gleich Fernsehen gucken, ja. Wenn du nicht irgendwie so eine aktive Community hast, die Strecke kann ich mich übrigens auch noch dran erinnern, leidvoll, wenn du nicht eine aktive Community hast, dann, macht es einfach viel weniger Spaß, sowas. Hammer nice, was wir hier machen. Also die Strecke ist auf jeden Fall halt cool gemacht. So immer auf Speed, nirgendwo pausieren irgendwie. Eine gesellschaftskritische Strecke ist das hier sozusagen. Nein, so ein Schmarrn, echt. Man kann überall Gesellschaftskritik reininterpretieren. Das ist der Wahnsinn. Ja, genau. Ja, ja. Ich bring auch gerne mal Gesellschaftskritik an. Ja, ja. Übrigens, immer wenn ich andere Stimmen mache, bin ich 100-mal lauter, als wenn ich meine eigene Stimme verwende. Vielleicht sollte ich die ganze Zeit anders singen. Ja. Ja, herzlich willkommen. Heute zu, Gamey Freaker Zocker LP. Wir machen heute eine Runde. Hier Rauschen einfügen. Wir machen, spielen heute eine Runde Trackmania und ja, legen wir doch gleich mal los. Ich konzentriere mich mal. Oh shit, ey, shit, shit. Scheiße, man, was denken sich die? Oh, ja. Ja, schaltet Alter auch morgen wieder rein und liken, abonnieren und Daumen hoch und mir Geld geben und auf die Straße rennen und ausziehen und ja, Gamer Freaks like LP oder wie auch immer ich heiße. Jawohl! Zwinge euch dazu! Telepathischer Zwang! Okay. Nein, das war keine Parodie an irgendwelche Let's Player, die nicht sehr viel Wert auf Qualität legen. Und der Name war frei erfunden, falls es den wirklich gibt. Es gibt sehr viele schöne Let's Player. Also, schön. Ja, ich bin auch schön. Zottelige Haare, alles voller Pickel. Zeit, Schönheitsideal in der Jugend heute. Nee, Blödsinn. Nee, es gibt viele sehr, sehr gute Let's Player, aber es gibt auch manche Kanäle, da denkst du dir, hey, der hat gar keinen Spaß dran. Der will jetzt einfach nur angeben, dass er was auf YouTube hochstellt, ja, dass er YouTuber ist. Ich meine, das hat dann irgendwie auch keinen Sinn, ja, oder so, die halt dann irgendwie ab und zu mal fluchen und sonst einfach gar nichts passiert. Muss ich ja sagen, ganz selbstkritisch sagen, bei Stranded war ich ja auch noch etwas unbefangen, was das Let's Playen angeht. Da war auch vieles zu bemängeln an mir. Ja, muss ich sagen, hey, wir haben das erste Mal wieder überhaupt eine Medaille geschafft. Habe ich vieles zu bemängeln an meinem Stranded Let's Play. Es war auch relativ lange. Ich habe sau viel erzählt, was ich mache und so. Und kein Blödsinn dazu gelabert, sondern einfach nur gesagt, was ich mache. Ich meine, es ist ein, komm. Ach, ein Gameplay.
oder ein Walkthrough, aber das, was ich veranstaltet habe, war kein Walkthrough. Genau, die bin ich neulich im Multiplayer mit einem Freund gefahren. Genau. Nee, Let's Plays halt kommentieren und ich muss sagen, ich habe echt ziemlich viel Langeweile und dann gar nichts. Und dann eigentlich habe ich die letzten Folgen, bis dann Kevin kam, die fand ich echt gut. Aber ich meine, das war einfach nur ein Interview und kein Let's Play mehr. Aber ist auch mal spannend, ja. Muss man ein Let's Play machen, aber vielleicht nicht gerade ein solches. Ich muss sagen, der Rest war einfach, muss ich sagen, es gibt so eine Regel, wenn du selber dein eigenes Let's Play anschauen kannst und sagen kannst, Mann, was habe ich da für Blödsinn geredet, oder selbst drüber lachen kannst und nicht irgendwie das nicht anschauen willst, dann ist es ein gutes Let's Play. Und ich muss sagen, das stimmt wirklich. Mein Trackmania Let's Play, ich will mich hier jetzt nicht selbst loben oder so. Nee, aber das Trackmania Let's Play schaue ich relativ gern und ich schaue es jetzt auch immer durch, während ich schon hochlade, auf Synchronität und sowas, dass das nicht alles Kevin machen muss und ich dann alles nochmal hochladen muss. Ich muss sagen, das wollte ich bei Stranded nie, weil ich es einfach tot langweilig fand, dazu zu schauen. Aber mir macht es einfach bei Trackmania richtig mega Spaß, das anzuschauen. Und wenn dir es Spaß macht, das anzuschauen, dann gefällt es auch deinen Zuschauern, ja? Und ich gebe hier jetzt als Hobby-Let's Player, der es noch zu nichts gebracht hat in seinem Leben, hier Tipps, wie man richtig Let's Play macht. Ist natürlich auch mal toll. Boah, Alter, die Strecke ist so schnell. Das ist der Wahnsinn. Ich kenne die doch nicht. Also ich habe die Multiplayer gespielt, aber ist auch schon wieder an Silvester gewesen. Oder so um den Dreh. Ja, fahre ich ab hier weiter. Ich meine, wir müssen ja nichts schaffen, aber wir wollen ja mal durchkommen, genau. Weiß nicht, fällt mir gerade so auf. Muss mal schauen, wie das jetzt klappt, so mit der Folge. Aber vielleicht mache ich, da ich ja jetzt nur noch jeden zweiten Tag mache, vielleicht mache ich dann so einfach mal längere Folgen als 10 Minuten. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Folgen und ich habe ein bisschen weniger Stress, dass ich da jeden Tag was online stellen muss. Außerdem kann ich ankündigen, habe ich schon wieder so ein paar Spiele hier mir runtergeladen, heute ein bisschen angespielt. Ein Spiel, was ich auf jeden Fall jetzt testen werde, jetzt in nächster Zeit. Wahrscheinlich werde ich Sonntag oder so aufnehmen, wenn ich wieder zurück bin aus Österreich. Werde ich auf jeden Fall Let's Test machen. Habe ich runtergeladen. Habe ich mir jetzt selber verboten, mal anzuspielen. Ganz einfach, weil ich es einfach hammer nice. Scheiße. Da war das Wort wieder. Das ist mir rausgerutscht. Ja, weil ich es einfach super finde. Blind Let's Plays, wo ein bisschen Überraschung noch bist. Wo du noch ein bisschen überrascht bist und so und selber nicht weißt, wie es geht. Und zu failen ist manchmal einfach lustiger, als ein Game durchzuzocken und wo man genau weiß, wie es geht, ja. Ist mal Wahrheit und so. Ich muss sagen, ersten 4 Folgen von Trackmania waren noch vor dem Ferienjahr aufgenommen. War ich auch nicht so begeistert jetzt von. Waren schon ein bisschen besser als Stranded, aber war jetzt nicht so begeistert von. Aber ich weiß nicht, ich habe mir jetzt die letzte Folge nicht angeschaut, aber diesen einen Aufnahmetag, wo leider so übersteuert war, die Vorzeigefolgen wären das geworden, wären das nicht so übersteuert gewesen. Hasse ich mich selber gerade ein bisschen für, dass ich da nicht mal nachgeschaut habe zwischendurch. Aber egal, da war ich halt einfach so hoch motiviert und alles und das fand ich, jetzt habe ich neu gestartet, ich Vollpfosten. So weit werden wir nie wieder kommen, wie wir gerade waren. Nein, was tue ich hier? Und da tue ich auch noch einen Let's Test ankündigen. Boah. Ja, genau. Let's Test, weiß ich nicht. Wollt ihr Let's Test? So immer wieder mal was zwischendurch, was jetzt nicht so Projekt ist. Natürlich mache ich das Ganze so. Ich setze mir da keinen Zeitdruck mit den Let's Tests, sondern ich nehme das auf, tue das ganz in Ruhe rendern, tue das dann ganz in Ruhe hochladen und wenn es oben ist, dann veröffentliche ich es halt. Und mache da keinen so Stress wie jeden zweiten Tag dann hier eine Folge. Sprich, die Folgen werden auch ganz normal weitergehen. Aber ich hau einfach, ich meine, das wird die Umfrage des heutigen Tages. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich da immer wieder mal so ein Let's Test zwischenhau? Also eins werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Aber wollt ihr, dass ich immer so ein Let's Test mal ein bisschen was anzocke? Oder ein Let's Trash? Let's Trash, sowas wie ich THW versucht habe an Weihnachten.
Wollt ihr sowas oder sagt ihr, nee, lieber das Let's Play und der Rest der Spiele? Naja, kannst ja auf Facebook posten, wenn du was Tolles gefunden hast, aber da musst du jetzt keinen Film zu drehen. Ja, genau. Fände ich mal eure Meinung interessant zu. Einfach mal in die Kommentare oder auf Facebook oder mir per Mail schreiben, hat man ja alles schon mal. Und ich würde sagen, wir schaffen die Strecke heute nicht mehr, aber ich versuche sie jetzt. So. Ich nehme jetzt mal hier Anlauf. Genau. Hier zwischendurch. Hier nichts berühren. Na, ah, knapp vorbei. Müssen wir schauen, dass ich hier irgendwie ordentlich Anlauf bekomme. Vielleicht schaffe ich es ja noch. So. Und ich rede schon wieder viel zu. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht, ja? Das gibt es nicht. Dafür könnte ich dich sowas von hauen, ja? Ja, sag ich dir jetzt mal ganz ernst ins Gesicht, dafür hau ich dich nächstes Mal, ja? Weißt du, da kommen hier mir meine tausend Zuschauer hier nach Hause, von der Wut geführt und hau mir einfach mal die Fresse ein, weil ich diese Scheißstrecke hier nicht schaffe. Das gibt's auch gar nicht. Also, wir sehen sie diese Folge wohl nicht mehr. Ich versuche sie jetzt so weit wie möglich noch zu zeigen. Und vielleicht schauen wir uns ja dann einfach nur ein Replay nächstes Mal an. Okay. Bis denne. Euer Taifko. Bis denn.